Bro, wer ist in meinem YouTube-Account drin? Ich habe es mir extra nicht angeschaut. Es ist komplett die Watchtime durch. Ich verstehe es nicht. Okay, wir schauen uns von Lazo an, komplett High Dog. Ich habe es geschafft. Ihr versteht es nicht. Der Weg in eine Erscheinung in dem Vlog von Lazo war so lange. Ich rede Wochen, wenn nicht sogar einen Monat darüber schon. Und jetzt ist es soweit, weil wir waren gemeinsam Skifahren. Es ist nicht möglich, dass ich nicht in dem Video bin. Nee, ist nicht möglich. Bisschen unangenehm, jetzt hier die Anreise nach Ischgl. Weiß ich nicht, warum man jetzt da so viel kiffen muss, aber gut. Du musst drücken. Wenn du meinst, das ist der richtige Weg für dich ist. Ich bin komplett High Dog. Nachher werden wir saunieren. Wir werden jetzt erstmal ein kleines Schnitzel bestellen, dann noch ein Bierchen dazu und dann gucken wir mal weiter. Ey, kannst du dich nachher in der Sauna auf meinen Schoß setzen? What the fuck? Bro, was soll das? Das ist so dumm. Also das ist eine Aussage von mir, die muss auch nicht mit ins Video rein. Ich kenne Lazo normalerweise vom Schnitzel-Stil so, dass alles sehr schnell passt. Das ist echt... Bro, das muss gar nicht sein, dass es das ins Video reingeschafft hat. Egal, ich bin erstmal trotzdem froh, dass ich überhaupt im Video drin bin. Und Chat, ich habe natürlich geraucht, ja. Ich bin komplett High Dog, die Sonnenbrille hatte ich an, weil ich noch geschlafen hatte, weil das war die Nacht, als ich durchgemacht habe und ich sah aus wie Scheiße. Wie immer. Oh Gott. Das ist, die meinen es halt ernst. Nochmal. Nochmal. Ich habe ihn verloren. Ich habe einen Bruder verloren. Das war doch normal am Anfang. Und da habe ich jetzt eine Frage an euch, okay? Während wir dieses wunderschöne Bild von Nico sehen, Maschallah, diese Brust und die Haare, oh mein Gott. Seid ihr von der Sorte, angenommen, erinnert euch zurück, wenn ihr in ein Hotelzimmer reingeht, räumt ihr alle Klamotten direkt in den Schrank, jetzt vielleicht nicht direkt, aber räumt ihr eure Klamotten in den Schrank, vielleicht auch wieder heim, vielleicht haben auch daheim Leute keine Ordnung, ist nicht schlimm, aber weil ich bin von der Sorte, wenn ich wo ankomme, mein Koffer ist ausgeräumt, dass es im Schrank ist und ich erkläre euch auch warum. Ich habe lange Zeit aus dem Koffer gelebt und habe, wenn ich irgendwo verreist war, hat nur den Koffer aufgeklappt und ey, komm, das erste, was rausspringt, ziehe ich an. Jetzt passt auf. Irgendwann habe ich gelernt, dass das fürs Nachhausekommen scheiße ist. Weil wenn du alles im Schrank drin hast, ist es nur die Vorbereitung für ein geileres Auspacken, wenn du wieder daheim bist. Weil so kommt cleane Klamotten mit dreckigen Klamotten, kommt alles durcheinander, das ist wie ein großer Tornado. Und deswegen räume ich mittlerweile alles rein, damit es halt geil ist für daheim dann später auch. Bisschen Shooting von dem mach, wenn du durchschaust. Okay. Man sieht überhaupt nichts durch diese Wand. Nach den ganzen Wissen, die hier gerade entzwirbelt wurden, weiß ich gar nicht, ob ich heute überhaupt noch genug Lachgetriebe-Energie habe, um die nächsten Jokes verstehen zu können. Wow, sehr, sehr lustig hier gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Sascha hat gerade die Tür zugemacht. Es ist wirklich einfach nur witzig mit den Jungen. Skyfarm. Jetzt zeig mal deine Morgenroutine. Oh, Bruder, weiß ich jetzt nicht. Ja, das machen wir jetzt. Also gut. Werd wach. Okay, ihr müsst wissen, der filmt und der jetzt alles das Steuer in die Hand nimmt für den Vlog, ist der andere, also Sascha, ne? Er ist auch Sascha, ist ein cooler Typ, ehrlich. Moin. Oh, Bruder. Champagner. Ja, Leute, ich weiß, wer die Uhrzeit 7 Uhr jawohl. 20 erfunden hat. Was für eine Scheiß-Uhrzeit. Was eine Drecks-Uhrzeit. Ich einfach nur noch kotzen über diese Scheiß-Uhrzeit. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass das Frühstück noch nicht offen hat, 20. Werde ich also hier mit Vögelgezwitscher aus dem Bett gejagt. Sehe aus wie 40, um jetzt hier vor dem Frühstücksbuffet zu stehen und zu sehen, dass die Scheiße noch nicht offen hat. So Leute, selten so viel Content von der Piste gesehen wie in diesem FLOG. Wir gehen jetzt nochmal hoch und dann fahren wir wieder runter. Das war der erste Tag. Die Kamera war nicht einmal mit oben. Wen haben wir denn hier drüben? Leiderfahren kommt heute. Ich sehe aus wie ein Chemieprofessor, oder? Bonjour, Messieurs, Madames. Ja, ich bin mit Alexa in Paris. Ich hatte einfach den Part mit, ich bin komplett High Dog. Ich war im Auto, bin ausgestiegen und that's it. Let's go. Ich habe ein idyllisches Zeltzimmer rausgelassen. Man kommt im Prinzip durch die Tür hier ganz entspannt rein. Dann hat man geradeaus, guckt man hier zum Bett. Hier ein kleiner Abstellraum. Da drüben das Bad. Da sag mal hallo. Ganze 10 Sekunden im Blockcheck B. Was? Was denn? Was ist das? Und was bringt es? Das ist für den Champagner. Ich nehme jetzt meine Cam mit durch die Pariser Innenstadt und hoffe, dass sie geklaut wird, weil dann ist der Content ja auch nicht vorbei. Unsere ersten Erfahrungen in Paris. Sorry, guys.
We are fully booked up. Wir haben gerade zwei Weißwein getrunken. Ihr hoppen sitzen, Alter. Tja, der eine oder andere hat schon mehr so Nachrichten geschrieben wie: Hey Bruder, ich könnte noch ein paar Ringe ausleihen, damit auch wirklich an jedem Finger einer ist. Wir machen einen kurzen Outfit-Check. Ich bin natürlich in der neuen oder Color-Kollektion unterwegs. Oha. High Quality Hoodie, guys. Sehr geiler Hoodie, Anzugshose. Oha. Ihr wisst immer, aus feinstem Zwirn. Fresh. Paris ist es so. Wenn du keinen Tisch reserviert hast, dann wirst du wahrscheinlich nichts essen. Falls ihr euch mal dafür interessiert, nach Frankreich zum Abendessen zu gehen, das ist die Schlange für ein Restaurant. Okay, ich will jetzt hier nicht, okay, wie soll ich es ausdrücken? Wenn ich reservieren würde, oder ich hätte reserviert und ich muss aber trotzdem da hinten anstehen, dass ich sagen kann, yo, ich habe übrigens vor einer halben Stunde reserviert, aber hat halt bis jetzt gedauert, weil ich anstand. Katastrophe. Tag ist gelaufen, du gehst ja auch mit Hunger hin. Niemand von denen wird gute Laune haben in der Schlange. Niemand. Mama, wie würdest du vloggen? Was soll ich jetzt mit dir vloggen? Du musst dein Gesicht filmen. Sag jetzt, hi meine Süßen. Hast du gerade meine Followerschaft Süßen genannt? Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Also wir empfehlen euch eine Sache, wenn ihr nach Paris kommen wollt, dann erstmal einen Zeitraum buchen, in dem ich nicht da bin. Und zweitens, wenn ihr essen gehen wollt und so, reserviert euch immer alles, weil hier ist immer alles fully booked up. So Leute, es ist soweit. Alexa und ich haben uns gestresst und deswegen läuft sie jetzt da vorne und ich glaube hier. Meine Interjagutesten, ich melde mich am Ende dieses Videos noch kurz zurück. Für alle, die den Lifestyle-Channel schon länger verfolgen, ich glaube, ihr wisst ja, dass ich damals ursprünglich den Channel gegründet habe, um Real Talks zu machen und einfach um über ein paar ernstere Themen zu reden. Und Fitness. Habe ich dann wahrscheinlich perfekt verfolgt. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, auch unter den Videos von Sascha und so, unter den React, dass voll viele Leute es unverantwortlich fanden mit dem Thema Alkohol. Jetzt finden es extrem viele Leute komisch mit Alexa, dass ich mit der da am Rummachen bin, alles drum und dran. Ich habe mit Tim vorhin und auch jetzt die letzten Tage öfter mal drüber geredet, über das Thema. Aber dass gerade auf dem Channel hier vielleicht auch hin und wieder mal nochmal der ein oder andere Talk kommt, vielleicht auch ein bisschen Reflexion oder sowas zu dem einen oder anderen, was passiert ist. Man macht nicht immer alles perfekt und alles. Ja, ist doch cool. Er hatte jetzt in der Vergangenheit eine Zeit, wo er viel feiern war, hat halt da die Kamera mitgenommen. Es war jetzt auch nicht mein Peak vom Content so von ihm, aber wenn er eine geile Zeit hatte, dann wäre ich als Bro der Letzte, der irgendwie sich beschweren würde oder so, weißt du? Jeder soll machen, was er will, aber wenn es jetzt so eine seine Zeit war, und das Coole ist ja auch an YouTube oder an Stream, du kannst ja immer alles umstellen, je nachdem, wie du dich fühlst. Oder vielleicht auch, was so Zuschauer sich wünschen, wenn man das umsetzen kann, ist ja genauso nice. Ja, und ich glaube auf jeden Fall, dass das Thema vor allem bei euch als Zuschauer manchmal ein bisschen kurz gekommen ist und dadurch sind vielleicht auch manche Dinge ein bisschen anders rübergekommen, als sie dann doch in Wirklichkeit gewesen sind. Das ist alles Safe. Für mich gerade krass neu. Freundin, verliebt sein. Ich sage euch, und genau, es zwingt ja niemanden, jemandes anzuschauen. So, natürlich wirst du nicht wissen, was im Video vorkommt, anhand von Titel und Thumbnail, außer du schaust MyLab oder so, dann weißt du, was in den nächsten 15 Minuten kommt. Trinidad und Tobago. Aber Trinidad, was wollte ich jetzt sagen? Tobago. Trinidad und Tobago. Trinidad und Tobago. Trinidad und Tobago. Was wollte ich sagen? Genau. Ich zum Beispiel, als sie in den USA selber waren, habe ich gedacht, Nico ist krass am Saufen und so. Und ich dachte, der ist halt auf so Party und so. Habe aber auch selber nicht nachgefragt. Es war einfach nur das Bild, was ich bekommen hatte durch die Vlogs. Und im Nachhinein habe ich erst erfahren, Im Nachhinein habe ich erst erfahren, dass er da gar nicht so viel getrunken hat. Aber in einem Vlog wirkt es halt so. Und du bildest deine Meinung durch einen Vlog, der 5-6 Minuten geht, was halt auch nicht funktioniert, ne? Da weiß ich selber manchmal nicht, wie ich mit mir und meinen eigenen Gefühlen richtig umgehen soll. Oder gerade die Sache, dass man jetzt halt Vater wird. Klar, da schreiben manche Leute, ja, der wird safe kein guter Vater oder sowas. Ich kann euch selber ja nicht sagen, ob ich ein guter Vater werde oder nicht. Ich kann nur immer sagen, dass ich mein Bestes probieren werde. Im Übrigen natürlich ganz kurz noch. Warte ganz kurz. Tim, der ist für dich. Werbung in eigener Sache. Heute 19 Uhr meine jüngsten besten CC-Drop bei Ola Kala. Schaut auf gar keinen Fall vorbei. Scheppert den Daumen auf gar keinen Fall im linken oberen Ohrschuss durch. Abonniert nicht den Channel. Liebe Leute, ich wünsche euch wirklich gar nichts. Ja. Ey, ich fand, der Talk zum Schluss war wichtig. Es gibt nicht viele YouTuber wie Lazzo, die Zuschauer bei allen. Trinidad und Tobago. 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 Das ist so dumm, Bro. Danke. Es gibt nicht viele YouTuber wie Lazzo, die Leute bei allem mitgenommen haben. Wenn du auf den Lifestyle-Kanal gehst, du siehst alles. Du siehst Lazzo zu jeder Zeit Fitness, dann irgendwie so irgendwie materielle Sachen auch mal, was da war. Dann wieder, wie er klar, also wie er davon wegkam, wie er mit den Leuten spricht. Weil, wisst ihr, was ich meine? Wenn er jetzt gerade halt ultra in love ist, weil er es seit langem nicht mehr hatte, dann ist es halt so, it is what it is. Wenn es jemand cringe findet, dann findet es jemand cringe, aber er wird halt trotzdem aufgrund dessen jetzt nicht aufhören, Alexa zu lieben und es auch auf Kamera zu zeigen, weil es einfach seine Art und Weise ist. Und im Zuge dessen, Leute, ein Herzensprojekt von denen, Core Collection, die Klamotten sollen anscheinend so fest da sein. Das ist nicht eine Collection, die droppt und ausverkauft geht, das wird fest bleiben. Also wer ein Sweatshirt sucht, hochwertige Qualität, ein Hoodie, ein Shirt, ein Fleece oder so eine Anzugshose mäßig, ne, der schaut da gerne vorbei.
Manche werden jetzt sagen, jo, krass teuer und so. Ich bin mir aber sicher, dass es von der Qualität besser ist als, und das meine ich nicht böse, 90% der anderen Sachen, die bei euch im Kleiderschrank hängen, das kaufst du halt und hast halt, keine Ahnung, Monate, Jahre, je nachdem, wie du wäschst, auf links 30 Grad, dies, das. Ich könnte es wahrscheinlich 10 Jahre haben.